Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 100, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend eine Aktuelle Stunde, Märchenstunde der hessischen FDP. Auch bei der Windkraft gilt die Faktenlage. Drucksache 19/6447. Und erteile das Wort Kollegin Dorn für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir alle kennen ja unseren Don Quixote des Hessischen Landtages bei seinem Kampf gegen jegliches Windrad, was er für gefährliche große Riesen hält. Und Sie wissen aus der Geschichte, eigentlich gibt es noch den Kumpel, den Sancho Panza. Der ist irgendwie den Freien Demokraten abhandengekommen. Das war derjenige, der immer Don Quixote erinnert hat, was eigentlich die Realität, was die Faktenlage ist. Herr Lenders, vielleicht hatten Sie einmal die Rolle. Sie haben aber vor ein paar Monaten auch schon gesagt, man müsse ja noch einmal in Frage stellen dürfen, ob es den Klimawandel gibt. Nicola Beer war einmal hier. Sie hat gesagt im Bundestagswahlkampf, dass Starkregenereignisse, Fluten, dass das ja Fake News wären, dass das die Auswirkungen des Klimawandels sind, die Häufung davon. Frau Knell, Sie sind ganz neu dabei. Sie könnten richtig berühmt werden in einer neuen Rolle. Sancho Panza der Freien Demokraten, diese Rolle wäre wirklich nötig, dass die mal jemand einnimmt. Das Schlimme ist ja, Sie kennen ja die Fakten. Das Schlimme ist ja, die Freien Demokraten sind klug, sie sind informiert, aber sie nutzen diese Fakten nicht. Sie ignorieren diese Fakten, sie verdrehen diese Fakten, um Stimmung zu machen. Stimmung zu machen bei den wenigen Windkraftgegnern, den Organisierten. Und das stören Fakten, wenn man richtig Stimmung machen will. In Energiefragen setzt die FDP im Hessischen Landtag leider nur noch auf postfaktische Politik. Das ist leider die Wahrheit. Aber gut ist, dass Sie nicht immer heil davonkommen mit Ihrer postfaktischen Politik. Und das war der Fall, als Sie eine wirklich schäbige Pressemitteilung, Herr Kollege Rock, gemacht haben zu der angeblich dauerhaften Abschaltung des Windparks Hof Bieber. Entschuldigen Sie, Frau Kollegin Dorn, aber ich muss daran erinnern, es ist nicht zulässig, von der Tribüne Aufnahmen zu machen, ob Film oder Foto. Danke. Sie haben die Energiegenossenschaft Eichenzell an ihre Ehre gepackt. Und man muss mal überlegen, das sind alles Leute, die haben echtes Engagement. Die wollen die Energiewende. Die wollen, dass ihr Ort so viel saubere und sichere Energie erzeugt, wie sie auch verbrauchen. Der Vorsitzende sitzt hier oben auf der Besuchertribüne. Genau diese Person haben Sie an der Ehre gepackt. Deswegen ist es so richtig, dass Sie sich gewehrt haben, dass Sie denen einmal ein Stoppsignal gesetzt haben. Sie sind juristisch gegen Ihre Pressemitteilung vorgegangen, Herr Kollege Rock, und haben Sie abgemahnt. Einige Tage später haben Sie gemerkt, oh, da kann ich jetzt doch nicht nur warten, da muss ich wohl doch wirklich das richtigstellen. Sie hatten eine relativ kurze Pressemitteilung, drei Absätze. Wie oft mussten Sie sich korrigieren, Herr Rock? Viermal. Viermal mussten Sie sich in einer einzigen Pressemitteilung korrigieren. Ich frage Sie mal wirklich ganz ernst, ist Ihnen das eigentlich wert? Sind die organisierten Windkraftgegner, ist Vernunftkraft Ihnen das wert, dass Sie Ihren ganzen Ruf ruinieren, dass Sie sich zur Protestpartei des Hessischen Landtags generieren wollen? Ist Ihnen das wirklich das wert? Das kann es Ihnen doch nicht wert sein. Der Kollege Rock sagt, doch, gut. Das ist auch dann eine Stellungnahme der Freien Demokraten. Sie mussten wirklich alle Punkte, die angemahnt worden sind von der Genossenschaft, alle Punkte mussten Sie korrigieren. Alle kann ich jetzt hier nicht aufzählen, da reichen fünf Minuten nicht, vielleicht mal ein paar exemplarisch. Sie haben behauptet, dass der Windpark jetzt dauerhaft abgeschaltet sei. Tagsüber wegen dem neuen Fund eines Rotmilan-Brutplatzes, eines angeblichen, und nachts wegen der Fledermäuse. Sie haben suggeriert in Ihrer Pressemitteilung, der Windpark steht jetzt quasi still und muss jetzt abgebaut werden. Die erste falsche Behauptung. Es war davon abhängig, ob es diesen Fund überhaupt wirklich zu bestätigen gibt. Der wurde nicht bestätigt. Wäre er bestätigt worden, Herr Kollege Rock, wäre es bis August stillgestanden, aber nicht dauerhaft. In der Nacht, das war von Anfang an klar, dass es zu bestimmten Windgeschwindigkeiten, dass es zu bestimmten Temperaturen eine Abschaltung geben muss. Das war von Anfang an so geplant. Es gab nie eine dauerhafte Abschaltung dieses Windparks. Und dass Sie das suggerieren, ist wirklich abenteuerlich. Und es geht noch weiter mit Ihrer Faktentäuschung.
Sie hatten dann in der Pressemitteilung gesagt, ja, da steht ja still, der Windpark, und die arme Genossenschaft müsste ja, oder die Mitglieder müssten jetzt teure Rückbaukosten tragen. Und insgesamt wäre das ganze Thema ja völlig ungeklärt bezüglich der Windräder und des Rückbaus. Die öffentliche Hand müsste für millionenschwere Rückbaukosten aufkommen. Man brauche jetzt, das ist der tolle Vorschlag der Freien Demokraten, einen Landessicherungsfonds, in den die Betreiber einzahlen müssen. Natürlich mussten Sie sich auch da korrigieren, Herr Kollege Rock, und Sie haben so viele Kleine Anfragen dazu gestellt, dass Sie es besser wussten. Natürlich muss jeder Windpark, auch der in Hofbieber, vom Baubeginn an eine Bankbürgschaft haben, eine Absicherung. Es gibt eine Pflicht, Windkraftanlagen abzubauen, nachdem es betrieben worden ist. Dafür wird Geld sichergestellt. Das ist alles geregelt, Herr Kollege Rock, und das wissen Sie auch. Und jetzt kommt der Punkt, den Frau Wissler einruft. Der Gipfel Ihrer Pressemitteilung, der absolute Gipfel war ja, Sie vergleichen das mit der Atomkraft. Wie kann man denn bitte den Rückbau eines Windrades aus Beton und Stahl vergleichen mit der Endlagerung von Jahrtausenden Jahre lang strahlenden radioaktiven Müll? Wie kann man denn das miteinander vergleichen, Herr Kollege Rock? Und gerade Sie, Frau Kollegin, kommen Sie bitte zügig zum Ende. Gerade Sie als frühere Atomfreunde, die sich jetzt einen schlanken Fuß machen bei der Frage Atomendlagerung. Ich komme zum Schluss. Wenn Sie der Naturschutzorganisation ins Feld führen, ist es ungefähr so, wie wenn der Wolf sich bei der Schafsherde als Schäferhund bewerben würde. Jeder durchschaut doch Ihr Spiel. Wir versuchen, diese Themen, die manchmal wirklich schwierig sind, Naturschutz und Energiewende zu verbinden. Frau Kollegin, allerletzter Halbsatz. Es geht nämlich um den Klimaschutz. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. Als nächstes spricht Herr Abg. Landau für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man als Energiepolitiker gespannt die Debatten um Windkraft und erneuerbare Energien beobachtet, so erschaudert man schon hin und wieder, was da so an Horrorgeschichten und an fragwürdigen Zahlen vorgetragen wird. Und man fragt sich dann natürlich auch, wo kommt das alles her? Und ich sage, im Kontext dieser Aktuellen Stunde scheinen wir zumindest einem Ursprung dieser Schauermärchen ein Stück näher gekommen zu sein. Im Kampf gegen die Windmühlen haben Sie unlängst, lieber Kollege Rock, mit Zahlen und Behauptungen agiert, die zwar zu Ihrer Auffassung passen, aber eben nicht zutreffend waren. Ihnen wird nun vorgeworfen, dies zum Zweck einer zweifelhaften politischen Botschaft getan zu haben, und man zwang Sie, Ihre diesbezügliche Pressemitteilung zu korrigieren. Wir von der CDU sind enttäuscht von Ihnen und auch in Teilen der FDP, wenn Sie mit Sorgen und der Skepsis von Menschen spielen, für die dieses Thema eben nicht ein bloßer Wahlkampfaufhänger ist, sondern ein echter und emotionaler Sachverhalt. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns darüber bewusst sein, dass es bei dem empfindlichen Thema wie der Energiewende, die von der Gesellschaft als Ganzes getragen werden muss, um erfolgreich zu sein, und es eben nicht sein kann, dass Politiker nach draußen gehen und, entschuldigen Sie, absichtlich oder versehentlich Falschinformationen streuen. Um hier an dieser Stelle ein wenig Bildungsarbeit zu leisten, möchte ich Sie, Herr Rock, gerne ein wenig über Fakten und Zahlen informieren, die ich natürlich alle selbstverständlich sorgfältig überprüft habe. Die Hessische Landesregierung setzt sich bereits seit vielen Jahren für den Schutz von Umwelt und Klima ein. In unseren Anstrengungen, die Umwelt auch für die künftigen Generationen zu bewahren, spielt die Reduktion von Treibhausgasen eine zentrale Rolle. Bis 2025 soll der Ausstoß von Treibhausgasen um 40% und bis 2050 um mindestens 90% im Vergleich zu 1990 gesenkt werden. Doch wie wollen wir diese anspruchsvollen Ziele erreichen? Hier bildet die Energiewende ein tragendes Element. Es freut mich daher, dass wir in Hessen mit dem Ausbau erneuerbarer Energien einen Rekordwert erreicht haben. Die hessischen Haushalte beziehen so viel Atom- und kohlefreien Strom wie noch nie. In Zahlen sind das für das Jahr 2016 rund 6.500 Gigawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien. Mit dieser Energiemenge können bereits heute mehr als 1,9 Millionen Haushalte in Hessen mit erneuerbaren Energien versorgt werden.
Sehr geehrter Herr Rock, Sie sprachen einmal davon, dass die Gesamtleistung der deutschen Windenergieanlagen 40 Atomkraftwerken entspricht, und echauffierten sich darüber, so viele bräuchte man doch gar nicht. Auch wenn ich hier Gefahr laufe, Offensichtliches zu erklären, möchte ich dazu anmerken, dass es einen Unterschied macht, ob man eine solche Aussage auf die installierte Leistung bezieht oder die tatsächlich gelieferte. Und Sie wissen, um eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten, müssen wir die entsprechenden inhärenten Dynamiken der Windenergieerzeugung einplanen. Und schon gerät auch Ihre Aussage, diese Aussage ins Wanken. Wenn auch die FDP mitunter versucht, positive Effekte für Natur und Umwelt zu schmälern, ich will nur einmal eine Zahl nennen. Wir haben 2017 durch den Ersatz von fossilen Brennstoffen durch erneuerbare Energien eine Nettovermeidung bei CO2 von 71,2 Millionen Tonnen. Wenn Sie also diese positiven Effekte schmälern, dann erkennen Sie ja mitunter oder erkennen Sie Ihre umweltschützerische Ader und weisen auf die Risiken für windkraftsensible Vögel hin. Nun, ermittelte Zahlen zeigen, dass die Population gefährdeter Arten von Uhu über Schwarzstorch bis zum Roten Milan bei fortschreitender Energiewende sogar noch zugenommen hat. Von 11.000 Brutpaaren des Roten Milans im Jahre 1998 ist die Population bis 2013 bereits auf 13.000 angewachsen. Die Tendenz ist weiter steigend. Es sind falsche Fakten, die von massenweiser Tötung von Vögeln durch Rotorblätter der Windenergieanlagen sprechen. Nur um in diesem Aspekt mal ein Verhältnis klarzumachen, in Deutschland sterben 18 Millionen Vögel an Glasscheiben. 18 Millionen Vögel. Und eine Studie des Michael-Otto-Institutes sagt, dass pro Windenergieanlage und Jahr 1 bis 5 Vögel getötet werden. Das ist sicherlich nichts, was einen erfreuen kann, aber mir geht es ja nur um das Verhältnis, um hier mal die beiden Zahlen sozusagen miteinander abwägen zu können. Um die Menschen auch weiterhin mitzunehmen und valide Informationen zur Verfügung zu stellen, haben wir das Bürgerforum Energieland Hessen ins Leben gerufen und dessen Mittel seit 2014 auch kontinuierlich erhöht. Wir unterstützen damit die Kommunen bei der Meditation und Konfliktlösung und fördern Diskurs und Dialog zwischen Windkraftgegnern und Befürwortern. Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Meine Damen und Herren, es ließe sich noch vieles sagen, aber ich habe jetzt noch die Zeit für einen letzten Satz. Wir als CDU werden daran arbeiten, dass die uns wichtigen Klima- und Energieziele erreicht werden. Und wir legen dabei Wert auf Fakten, Transparenz und Bürgernähe. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Landau. Das Wort hat jetzt Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, normalerweise beglückt uns ja die FDP, namentlich Herr Rock, in jeder zweiten Plenarwoche mit Anträgen zu ihrem unerschütterlichen Kampf gegen Windmühlen. Und dabei ist ja unseren Don Quirock kein Argument zu krude, um es gegen den Bau neuer Windräder vorzubringen. Das alles ist soweit so bekannt. Aber diesmal haben ja die GRÜNEN den energiepolitischen Unsinn der FDP zu ihrer Aktuellen Stunde gemacht. Warum auch immer, ich sage mal so, wir hätten uns auch vorstellen können, in dieser Zeit über Sinnvolleres zu reden. Aber ja, natürlich ist es peinlich, wenn die FDP sich viermal berichtigen muss und aufgrund einer Unterlassungserklärung eine Anti-Windrad-Pressemitteilung ins Gegenteil korrigieren muss, weil die genannten Fakten einfach falsch waren. Das war eine denkwürdige Presseerklärung, in der die FDP gegenüberstellte, was sie zwar behauptete, aber unzutreffend ist und was tatsächlich stimmt. Ich sage mal so, ich würde mir das häufiger wünschen. Wir haben behauptet, das regelt der Markt, zutreffend ist, das stimmt nicht. Also ich finde, die Liste der liberalen Irrtümer der FDP ist ja bekanntlich lang. Also mir würde einiges einfallen, wo Sie noch einmal einen Faktencheck an den eigenen Presseerklärungen vornehmen könnten. Und nun ist der großzügige Umgang der FDP mit Fakten ja nicht gerade neu, gerade wenn es um Energiepolitik geht, die mehr von den teuren erneuerbaren Energien, nachdem Atom und Kohle mit zig Milliarden subventioniert wurden. Die Folgekosten werden die künftigen Generationen belasten. Windräder brauchen kein Endlager, auch wenn Sie versuchen, das anders darzustellen.
Und auch die Nähe zu Leugnern des vom Menschen verursachten Klimawandels wurde immer wieder gesucht. Nicola Beer hat im Bundestagswahlkampf das Zitat angebliche Auftreten von Extremwetterereignissen als Fake News bezeichnet. Und Jörg-Uwe Hahn hat ja auch schon einschlägige Thesen auf Facebook gepostet. Fakt ist, es ist wissenschaftlich gesichert, dass Extremwetterereignisse mehr werden. Die Liste der FDPler, die Fehler machen, ist lang. Ich kann sie nicht alle aufzählen. Ich habe nur 5 Minuten. Es ist gesichert, dass eben der Klimawandel damit zu tun hat und dass sich dieser Trend bei fortschreitender Erderhitzung noch weiter verschärfen wird. Und genauso beliebig ist ja Ihre ganze Argumentation bei Pro- und Kontra-Artenschutz. Ob eine Art schützenswert ist oder aussterben darf, entscheidet die FDP daran, welchem Bauprojekt diese Art im Wege steht. Der Rot-Milan ist gut, weil der verhindert im Zweifelsfall, dass Windräder gebaut werden. Er muss geschützt werden. Der Kammolch ist böse, der gefährdet den Bau von Autobahnen, der darf aussterben. Das ist Ihre Artenschutzpolitik. Und beim Wald sieht es doch genauso aus. Wenn die FDP den Bau eines Windrades verhindern kann, dann heißt das, mein Freund der Baum, und da wird um jeden Ast gekämpft. Aber wenn hektarweise schützenswerter Bannwald abgerodet wird für den Ausbau des Flughafens, für den Kiesabbau an der Seering, dann ist es für die FDP überhaupt kein Problem. Sie haben ein vollkommen instrumentelles Verhältnis zu Natur- und Artenschutz. Sie führen ihn ins Feld gegen die Energiewende. Dabei, liebe FDP, ich verstehe gar nicht, warum Sie sich so aufregen über die Energiewende in Hessen. Die findet doch gar nicht statt. Hessen ist doch im Bundesländervergleich das DEW um 2 Plätze auf Platz 14 abgerutscht. Das ist nur noch Berlin und das Saarland sind hinter uns. Also hinter Berlin zurückzufallen, das würde doch nicht einmal ein FDP-Minister schaffen. Wie sollen Sie das denn hinkriegen? In Hessen sind doch die Probleme ganz andere. Die selbstgesteckten Klimaziele, und die waren nicht besonders hoch gesteckt, die werden doch nicht mehr erreicht. Wissen Sie, wir regen uns alle darüber auf, dass Donald Trump aus dem internationalen Klimaabkommen ausgestiegen ist. Aber wir sind meilenweit davon entfernt, es zu erfüllen. Und dem Klima ist es am Ende egal, ob es sich erwärmt, weil Donald Trump ausgestiegen ist und die Klimaziele nicht erreicht hat, oder ob Deutschland nicht ausgestiegen ist, aber die Klimaziele auch nicht erreicht hat. Und hier ist doch klar, wir bekleckern uns in Hessen hier gerade nicht mit Ruhm. Im schwarz-grünen Koalitionsvertrag die vereinbarten Maßnahmen reichen nicht, um das 2-Grad-Ziel zu realisieren, von 1,5 ganz zu schweigen. Und die Bundesregierung hält schützend die Hand über die großen Energiekonzerne. Das EEG ist immer weiter ausgehöhlt worden. Dabei bräuchten wir doch einen schnellen, vollständigen Umstieg auf die erneuerbaren Energien. Die Energiewende muss beschleunigt werden und nicht ausgebremst werden, auch gegen die Widerstände der alten Energiekonzerne und deren parlamentarischen Arm, die FDP, meine Damen und Herren. Wenn man den Klimawandel aufhalten oder zumindest begrenzen will, dann darf man auch nicht versuchen, sich die Logik des Kapitalismus zu eigen zu machen, sondern man muss, wenn man die Klimaziele erreichen will, grundlegend eingreifen, um Wachstumslogik, um Gewinnstreben infrage zu stellen. Und deswegen, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, Naomi Klein hat einmal gesagt, dass wir uns entscheiden müssen. Wollen wir das Klima retten oder den Kapitalismus? Meine Damen und Herren, wir wären für Ersteres. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Als Nächster spricht Herr Abg. Rock für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Fraktion der GRÜNEN, vielen Dank, dass ich noch einmal die Chance habe, an dieser Stelle die kluge Energiepolitik der Freien Demokraten darzustellen und noch einmal deutlich zu machen, warum wir hier als einzige Fraktion gegen den unfassbaren Windkraftausbau in dieser Stärke in diesem Land sind. Und ich will dann auch noch einmal, wir haben uns ja ein bisschen über Zitate unterhalten und wir haben uns ein bisschen über Energiewende unterhalten, da doch noch einmal versuchen, das ein oder andere darzustellen an Zahlen und auch an Zitaten noch einmal zu wiederholen, weil ich das doch sehr spannend finde in der politischen Auseinandersetzung, wie kleinteilig doch die GRÜNEN mittlerweile sind im Kampf um jedes einzelne Windrad in diesem Land. Ihnen ist doch völlig egal, welche Auswirkungen das auf Natur und Umwelt hat, auf die Menschen, die dort wohnen, ob die Anlage gewollt ist oder nicht. Sie setzen doch diese Windkraftausbau in aller Brutalität in unserem Land durch. Und unsere Haltung der FDP ist eindeutig. Wir stellen uns als einzige Fraktion hier im Hessischen Landtag genau gegen diese Politik. Und wir haben ja über die Fakten gesprochen.
Ich will es noch einmal vielleicht darlegen. Wir haben eine Broschüre vorliegen des Bundeswirtschaftsministeriums vom 14. Oktober 2016, wo über die Kosten der Energiewende, und da sprechen wir ja immer über das Erneuerbare Energiengesetz, ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist, es gibt ein Gesetz, das der Deutsche Bundestag beschlossen hat. Das heißt, wenn man eine Solaranlage oder ein Windrad betreibt, dann kriegt man eine feste Quote an Vergütung. Das ist alles hochkomplex mittlerweile, ist eine Wissenschaft für sich, ist in einem Gesetz geregelt, das Erneuerbare Energiegesetz. Dort werden die finanziellen Leistungen für die Windräder und die Solaranlagen geregelt. Dieses Gesetz wird laut Prognose aus dem Bundeswirtschaftsministerium für 2017 aus dieser Broschüre 30 Milliarden € kosten. 30 Milliarden €, das sind knapp, das sind nicht mehr ganz, aber es sind fast 10% des Bundeshaushalts, es ist mehr als das Land Hessen als Haushalt hat, 30 Milliarden € im Jahr an Subventionen, an Förderungen, wie man das nennen will, werden über dieses Gesetz verteilt an die Menschen, die solche Anlagen errichten. 30 Milliarden und von 2000 bis 2017 sind über diesen Fördermechanismus an die Besitzer von Windrädern und Solaranlagen mittlerweile 232 Milliarden € verausgabt worden. 232 Milliarden € sind verausgabt worden. Was ist das Ziel des Gesetzes? Das Ziel dieses Gesetzes ist, dass man CO2 einspart. Das ist das eigentliche Ziel des Gesetzes, wird auch immer hier erklärt und wird immer dargestellt. Wie ist es denn die letzten Jahre gewesen? Der Minister hat ja dankenswerterweise, Minister Al-Wazir, hier gesagt, dass der CO2-Rückgang, ich könnte jetzt sagen, sich umgekehrt hat. Ich sage einfach mal, die letzten Jahre stagniert er einfach. Ich glaube, das ist die fairste Aussage. Wir geben 30 Milliarden im Jahr aus, aber es passiert eigentlich nichts Signifikantes mehr beim CO2-Rückgang. Und darum ist unsere Forderung ja schon seit einiger Zeit, dass man die Energiewende neu starten muss und dass man diese total in diese grüne ideologische Richtung verrannte Energiewende neu aufstellen muss. Und wir haben, ach, Frau Dorn, ich will doch mal, weil Sie ja gesagt haben, man muss ja die Wahrheit sagen bei der Energiewende, da bin ich auch ganz Ihrer Meinung. Und wenn man auch mal an der Stelle sich vielleicht der Vater des Gedankens vielleicht zu weit gegangen war, da muss man das auch korrigieren, da muss man zustehen, das mache ich auch gerne und das ist auch in Ordnung so. Ich will mal fragen, ob Frau Merkel sich schon einmal korrigiert hat. Frau Merkel hat in ihrer Regierungserklärung am 9. Juni 2011 erklärt, die EEG-Umlage soll nicht über ihre heutige Größenordnung hinaus steigen. Heute liegt sie bei etwa 3,5 Cent pro Kilowattstunde. Langfristig wollen wir die Kosten für die Vergütung des Stroms aus erneuerbaren Energien deutlich senken. Was sind denn die Fakten? Die Fakten sind, 2018 beträgt die EEG-Umlage 6,79 Cent pro Kilowattstunde, eine Steigerung von 95% seit 2011. Hat Frau Merkel sich schon einmal für diese Falschaussage und diese Falscheinschätzung mal irgendwie korrigiert? Hat man einmal gefragt, ist die Energiewende wirklich auf dem richtigen Weg, wenn man 2011 etwas festgestellt hat und es heute ganz anders ist? Aber dann kommt ja mein Lieblingszitat für Sie, liebe Freunde von den GRÜNEN. Jürgen Trittin hat am 1. August 2004 in einer Pressemitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums gesagt, es bleibt dabei, dass die Förderung der erneuerbaren Energien einen durchschnittlichen Haushalt nur 1 € im Monat kostet, so viel wie eine Kugel Eis. Ich glaube, das ist die teuerste Kugel Eis, die je jemand auf der ganzen Welt gegessen hat, liebe Freunde von den GRÜNEN. Jetzt habe ich nur noch 14 Sekunden. Ich kann jetzt mal im Schnelldurchgang mal darauf hinweisen, was denn eigentlich das Land Hessen so treibt. Monitorbericht 2015 Energiewende. Dann will ich mal darauf hinweisen, dass die Strompreise seit 2000, das ist alles aus dem Bericht, den der Herr Al-Wazir selbst vorgelegt hat, könnte ich jetzt hier noch 10 oder 15 Zitate machen. Am Ende bleibe ich vielleicht mal einfach bei einem. Die Zukunft der Energieförderung im Land Hessen. Wir haben früher in der letzten Legislaturperiode versucht, die Energiewende durch Wirtschaftswissenschaftsförderung zu fördern. Da haben wir bis zu 12,6 Millionen € ausgegeben. Seit die GRÜNEN in Hessen regieren, ist die Investition in Wissenschaft und Forschung halbiert worden, hier nach Angaben Ihres eigenen Berichtes. Ich gehe mal davon aus, dass das, was ich da zitiere, dann auch stimmt. Da fassen Sie sich einmal an die eigene Nase. Hören Sie auf mit der Ideologie, geben Sie der Wissenschaft eine Chance, dann kommt die Energiewende vielleicht schon wieder auf den richtigen Weg. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Das waren ziemlich lange 14 Sekunden, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Als Nächstes spricht Herr Abg. Krüger für die Sozialdemokraten. Herr Präsident,
meine sehr verehrten Damen und Herren, man könnte ja fast glauben, das wäre jetzt eine weitere Jamaika-Absprache gewesen, weil ich sage mal, ein besseres Forum hätte man der FDP mit ihren Fake News zur Energiewende kaum bieten können. Aber was mich halt eben bei dem Thema nach wie vor, was uns als Sozialdemokraten umtreibt, ist, dass es eigentlich schade ist, dass die FDP bei dem Thema, wie auch in einigen anderen, sich als mittelstands- und wirtschaftsfeindliche Partei darstellt, die den wirtschaftlichen Fortschritt bei den erneuerbaren Energien erstens nicht anerkennen will und nicht verstehen will, dass es hier überwiegend um mittelständische Wirtschaft geht. Die Anlagen werden von mittelständischen Unternehmen gebaut. Deutschland ist nach wie vor auch bei den erneuerbaren Energienanlagen ein Exportweltmeister. Die Anlagen werden von mittelständischen Unternehmen betrieben. Die meisten Windkraftanlagenbetreiber sind ja keine Großkonzerne, sondern mittelständische Unternehmen. Jeder kennt vielleicht aus seinem Wahlkreis das ein oder andere Unternehmen auch. Bei mir direkt vor der Haustür werden die Windkraftanlagen von einem CDUler betrieben. Da scheint also offensichtlich die Lernbereitschaft größer gewesen zu sein als bei der FDP. Interessant ist auch, dass die Kehrtwende, die FDP hier vollzogen hat, ganz offensichtlich, natürlich kann man eine Kehrtwende vollziehen. Aber wie gesagt, im Gegensatz zur CDU sehe ich da ja keine Lernkurve, sondern nur, wie schon gesagt, ein taktisches Verhältnis zu Themen wie z.B. Umwelt- und Naturschutz. Und um mal bei den Fakten zu bleiben, Kollege Rock, Sie haben hier gerade gesagt, die EEG-Umlage sei so extrem gestiegen. Wissen Sie eigentlich, unter welchem Bundeswirtschaftsminister die EEG-Umlage am stärksten gestiegen ist? War ein gewisser Herr Rösler. Ja, ich glaube, der ist Mitglied Ihrer Partei. Der hat zusammen mit dem Herrn Altmaier massiv dafür gesorgt, durch die Ausweitung der Ausnahmebestandteile im EEG, massiv dafür gesorgt, dass die EEG-Umlage massiv gestiegen ist. Das war auch das erklärte Ziel. Man hatte gehofft, dass die EEG-Umlage auf diese Art und Weise dann die Akzeptanz verliert. Das gehört auch zur Wahrheit. Und nun ist sie so hoch, die Akzeptanz ist aber kaum massiv gesunken dadurch. Die Akzeptanz für die Energiewende der Bevölkerung liegt im Augenblick bei etwa 85%. Also, das heißt, Sie haben natürlich dann jetzt der Versuch ist ehrenwert, Sie wollen die restlichen 15% haben. Ja, ich wünsche Ihnen gutes Gelingen dabei, aber ich bin der Meinung, Sie sind da auf dem falschen Weg. Spannend finde ich natürlich die Rede, die der Kollege Landau hier gehalten hat. Ich freue mich, weil ich habe ja noch im Ohr den Wahlkampf 2007, 2008, ja, wo wir über die Windkraftmonster einiges zu hören bekommen haben. Ja, also von daher im Landtag sehe ich da ja bei der CDU eine deutliche Entwicklung, ja, und die finde ich auch erfreulich. Sie ist vielleicht auch getrieben durch das Erkennen der Tatsache, dass es sich hierbei um Industrie- und Wirtschaftspolitik handelt und dass damit Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Also in Deutschland sind es etwa 330.000 Arbeitsplätze durch die Energiewende geschaffen worden. Es waren schon einmal mehr. Es sind einige wieder kaputt gegangen durch eine falsche Rahmensetzung, die z.B. damals unter Altmaier-Rösler gesetzt worden ist. Aber immerhin 330.000 Arbeitsplätze. Ich glaube, das ist ein Argument, das auch die CDU beeindruckt hat. Ich würde mich jetzt allerdings auch freuen, wenn dann die Kollegen und Kolleginnen von der CDU nicht nur im Landtag so reden würden, sondern das auch vor Ort so vertreten würden. Denn da erleben wir die CDU nämlich zum Teil ganz anders. Hier wird bei namentlichen Abstimmungen für die erneuerbaren Energien und für die Energiewende gestimmt. Und vor Ort wird jede einzelne Windkraftanlage nach wie vor mit dem Messer zwischen den Zähnen bekämpft. Liebe Abgeordnete von der CDU, liebe Kolleginnen und Kollegen, würde ich mir einfach wünschen, dass das, was Sie hier Richtiges im Landtag vertreten, dass Sie das mit Werf und mit Konsequenz auch so in Ihren Wahlkreisen vertreten würden. Die Energiewende ist ein wichtiges wirtschafts- und industriepolitisches Projekt.
Sie ist auf dem richtigen Weg. Sie könnte noch ein bisschen schneller sein. Dann wäre sie auch kostengünstiger, weil das Teuerste, was man machen kann, ist, zwei unterschiedliche Energiesysteme parallel zu betreiben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Grüger. Als nächstes spricht für die Landesregierung Herr Staatsminister Al-Wazir. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich stelle fest, es gibt keine alternativen Fakten, sondern es gibt nur Fakten oder die Unwahrheit. Und das gilt für Donald Trump, aber eben auch für die hessische FDP. Und ich will an dieser Stelle sagen, das gilt aber dann für alle anderen auch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und, Frau Kollegin Wissler hat ja gemeint, die Energiewende in Hessen findet nicht statt. Auch das ist nicht wahr. Ich will es an dieser Stelle einmal sagen. In der laufenden Legislaturperiode die installierte Leistung von Windenergieanlagen wurde von 930 Megawatt Ende 2013 auf 1.990 Megawatt zum Ende des ersten Quartals 2018 mehr als verdoppelt. Und auch trotz der erschwerten Bedingungen, die das EEG 2017 für die hessischen Standorte bedeutet, konnten wir auch in der ersten Ausschreibung 2018 Zuschläge im Umfang von 81,4 Megawatt Anlagenleistung realisieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, also Sie sehen, die Energiewende in Hessen findet statt, und das ist ein Fakt. Und Herr Rock, weil Sie ja für Ihre Verhältnisse in Sachen Windkraft eine sehr ruhige Rede gehalten haben an diesem Punkt, könnte daran liegen, dass Sie sozusagen von anderen dazu gezwungen werden, zurück zur Wahrheit zu kommen, will ich Ihnen auch sagen, ja, ich habe das gesagt, dass der CO2-Ausstoß wieder steigt. Aber das liegt nicht am Stromsektor, Herr Rock. Im Energiesektor haben wir einen sinkenden Bereich. Wir haben einen steigenden Bereich im Verkehr. Wenn Sie als FDP jetzt auch für die Verkehrswende sind, würde ich das sehr begrüßen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch da würde die Wahrheit guttun. Und ich weise ausdrücklich zurück, Sie haben das gesagt, Herr Kollege Rock, ich weise es ausdrücklich zurück, dass wir den Windkraftausbau mit Brutalität, war, glaube ich, Ihr Wort, durchpeitschen würden. Das stimmt nicht. Ich will Ihnen einmal die Zahlen des Jahres 2017 sagen. 18 Anlagen genehmigt, 13 abgelehnt. Wer das Brutalität nennt, der hält es mit der Wahrheit leider nicht genau. Und deswegen, auch an dieser Stelle, ist es immer gut, sich an die Wahrheit zu halten. Frau Kollegin Dorn hat ihre Presseerklärung schon angesprochen, die sie auf juristischen Druck einer Bürgerenergiegenossenschaft korrigieren mussten, weil da einfach vier dicke faktische Fehler drin waren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will Ihnen sagen, Herr Kollege Rock, Sie hätten das vermeiden können. Sie hätten einfach einmal einen Blick in unsere Publikation werfen können, die Sie ja schon einmal kritisiert haben, die wir 2015 herausgegeben haben, Windenergie, Mythen und Wahrheiten. Sie kennen sie sehr genau. Hätten Sie sich dort z.B. an den Fakt 4, Stichwort Artenschutz, wo Sie sich korrigieren mussten, gehalten, hätten Sie dort gelesen, dass die Auswirkungen auf geschützte Arten im Genehmigungsverfahren für jede einzelne Windenergieanlage sorgfältig geprüft werden. Das ist übrigens auch in diesem Fall passiert, und zwar schon im Genehmigungsverfahren, und hat zu dem Fakt geführt, den Sie am Ende wieder falsch dargestellt haben in Ihrer Presseerklärung. Also an dieser Stelle, Lesen unserer Publikationen ist nicht verkehrt. Sehr geehrter Herr Kollege Rock, Sie haben damals sogar gesagt, das sei ein Teil einer Kampagne, die mit der Wahrheit nichts zu tun hätten. Die Wahrheit zeigt, dass Sie an dieser Stelle es mit der Wahrheit nicht genau genommen haben. Und wie gesagt, unsere Publikation hätte Ihnen da weitergeholfen. Hätten Sie den Fakt 8 gelesen, Stichwort Investition, hätten Sie auch da gesehen, dass wir sehr klar dargestellt haben, dass an dieser Stelle es natürlich nicht klar ist, dass Leute sozusagen investieren in etwas, was sich nicht rechnet. Und was da auch geholfen ist, das will ich an dieser Stelle auch noch einmal sagen, weil Sie die Kosten ansprechen,
Wir haben damals im Jahr 2015, inzwischen ist das ja noch günstiger geworden, auch gesagt in unserer Publikation, dass auch an guten Binnenlandstandorten sich Windstrom zu weniger als 8 Cent die Kilowattstunde erzeugen lässt. Und Sie haben ja gesagt, die 20-jährige Garantie im EEG zum Vergleich beim Neubau des Atomkraftwerks Hinkley Point C in Großbritannien werden dem Betreiber über 35 Jahre lang 11 Cent die Kilowattstunde zuzüglich eines Inflationsausgleichs garantiert. Was ist denn dann am Ende die wirtschaftlichere Variante, liebe Kolleginnen und Kollegen? Und ein weiterer Punkt, das will ich an dieser Stelle noch einmal sagen, der Fakt 10, Stichwort Rückbau, auch dort ist bei uns sehr klar dargelegt worden, dass der Rückbau über Bankbürgschaften der Investoren abgesichert sind, die für jedes neue Windrad vorgelegt werden müssen. Ja, das stimmt. Ich wünschte mir, das wäre bei der Atomkraft auch so gewesen, weil dann wären diese Dinger nie gebaut worden, weil da die Kosten nämlich der Allgemeinheit am Ende aufgebürdet werden. Herr Minister, ich darf Sie an die vereinbarte Redezeit erinnern. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich will noch ein paar andere Fakten erwähnen, die mir wichtig sind. Sie haben auch im Jahr 2000, Sie haben das EEG angesprochen, behauptet als FDP, dass die erneuerbaren Energien niemals einen wesentlichen Anteil der Stromerzeugung in Deutschland übernehmen würden. Ich stelle jetzt einmal fest, im Jahr 2000 waren es 5 % Erneuerbare in Deutschland, im Jahr 2017 waren es 36 %, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Deutschland ist in dieser Periode nicht etwa ärmer geworden. Es war auch nicht das Ende des Industriestandorts Deutschland, sondern der deutschen Wirtschaft geht es besser als je zuvor. Und das Bruttoinlandsprodukt ist auf einer Höhe, auf der es nie war. Also an dieser Stelle gilt auch, das, was damals behauptet wurde, hat sich durch die Realität einfach als falsch erwiesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Gleiche gilt für die Prophezeiungen auch nach dem Jahr 2011. Wir würden in Zukunft unseren Strom nur noch importieren. Das Gegenteil ist der Fall. Im letzten Jahr hat Deutschland so viel Strom exportiert wie noch nie zuvor in seiner Geschichte. Das zeigt übrigens, dass man aus meiner Sicht auch Kohlekraftwerke schneller abschalten kann als bisher geplant, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann ein letzter Fakt, der vielleicht auch noch wichtig ist. Es wurde überall prophezeit, dass durch das Abschalten der Atomkraftwerke, durch die Energiewende, die Versorgungssicherheit in Gefahr gerät. Ich stelle jetzt einmal fest, im letzten Jahr gab es in Deutschland einen durchschnittlichen Stromausfall pro Konsument von 12 Minuten. Das ist mit der beste Wert auf der Welt, meine sehr verehrten Damen und Herren. In Frankreich, vor allem Atomstrom, waren es 90 Minuten, und in den USA waren es 140 Minuten. Also auch an dieser Stelle gilt, wir arbeiten daran, dass die Energiewende stattfindet, dass wir eine sichere, eine saubere und eine bezahlbare Stromerzeugung haben. Und wir glauben, dass das eine ökologische und ökonomische Chance ist. Und Herr Rock, spätestens in Ihrer Korrekturpresseerklärung, wo Sie ja zugeben mussten, dass diese Energiegenossenschaft, die Sie so angegriffen haben, sich nach Friedrich Wilhelm Raiffeisen benannt hat, hätten Sie doch einmal überlegen müssen, ob Sie eigentlich auf der richtigen Seite sind, wenn Sie am Ende Investoren dermaßen angehen, wie Sie das tun, die sich auch noch aus Energiegenossenschaften, aus Bürgerinnen und Bürgern zusammensetzen. Denken Sie einmal darüber nach. Ob Sie da eigentlich... Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage. Das... Herr Präsident, letzter Satz, letzte Bemerkung. Es gilt auch an diesem Punkt, vielleicht verstehen Sie das dann besser, Wahrheit first, Fake News second. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.